Hier ist wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer, Forst- und Gartentechnik. Und ich will euch heute mal den Wiking-Rasenmäher vorstellen aus dem Hause Stihl. Und zwar ist das Modell MB545VE. Das heißt, das ist ein Komfortmäher Serie 5. Also ihr habt da eine sehr gute Ausstattung schon drin. Mit einem Rasenmäher mit Elektrostart. Besonderheit, der hat einen Lithium-Ionen-Akku zum Starten. Und zwar wird der mit einem separaten Ladegerät geladen. Das heißt, ihr braucht keine Lichtmaschine mehr im Rasenmäher. Dadurch ist der auch nicht so schwer. Mit Kontrollanzeige, wenn man hier dann drückt, zeigt es entsprechend die Ladung dann an. Der ist jetzt natürlich noch leer, weil der neu ist, der muss erst geladen werden. Der wird dann bloß reingesteckt, entsprechend, und dann könnt ihr den Rasenmäher starten. Startvorgang ist bei dem ein bisschen anders. Ihr braucht eigentlich bloß den Hebel ziehen und dann hier den Knopf drücken und dann startet der automatisch, also nichts mehr mühevoll anziehen oder irgendwas, ganz einfach Hebel ziehen, Knopf drücken und schon läuft er. Fahrantrieb ist auch ganz einfach, jetzt sitzt den zweiten Bügel dazu, dann fährt er zusätzlich und hier mit dem Hebel, Schildkröte, Hase, könnt ihr dann noch die Geschwindigkeit verstellen unterm Laufen. Das ist ein Variomat, das heißt, ihr könnt nur unterm Laufen verstellen, wie schnell er fährt. Könnt ihr dann einstellen, schneller oder langsamer. Also je nachdem, ob das Gras jetzt höher oder niedriger ist, könnt ihr die Geschwindigkeit entsprechend anpassen. Ihr habt leichtgängige kugellagerte Räder, also die kann man auch gut schieben, wenn er jetzt nicht läuft. Kein Problem. Höhenverstellung ist zentral hier, wie bei einer Handbremse unten reinfassen, den Bügel ziehen und dann rauf oder runter drücken hier. Und da, wenn man genau hinschaut, sieht man hier, ist auch die Skala von 1 bis 7, könnt ihr die Höhe verstellen, wo ihr euch empfiehlt, Stufe 4 aufwärts. Alles, was drunter ist, habt ihr bloß mehr Moos und Unkraut im Rasen, machen viele Kunden verkehrt, man sollte nicht zu tief machen. Den Holm könnt ihr auch in der Höhe verstellen, wenn ihr hier locker dreht. Der ist jetzt ganz oben von der Holmhöhe, wie für mich oder andere große Leute ideal. Kann man jetzt hier nach unten stellen, wenn meinetwegen der Junior schon mähen darf. Kann man auch tiefer stellen oder wenn wer nicht so groß ist, kann man ganz einfach hier verstellen, indem man da locker macht, das verstellt und dann halt wieder fixiert, indem man es festschraubt. Kann man also sehr gut anpassen, hat einen riesen Vorteil, man kriegt halt nicht so Kreuzwehr als wie bei einfachen Rasenmäher, wo man das nicht verstellen kann. Also ist auch für eure Gesundheit langfristig besser. Ist ein hochwertiger Brix- und Strettenmotor, wo er leicht startet mit dem Elektrostart. Benzin würde ich euch empfehlen, am besten 98 Oktan, also heißt super Kraftstoff oder noch besser Sonderkraftstoff, also Super Plus oder Sonderkraftstoff. Wenn ihr Super Plus verwendet oder andere normale Kraftstoffe, da ihr auf jeden Fall einen Benzinkonservierer mit dazu kaufen und den reingeben, dass da nichts passiert, wenn das Gerät einmal ein bisschen steht, dass da was kaputt geht. Weil viele Schäden haben wir festgestellt, in der Werkstatt kommen durch einen Kraftstoff. Gibt es auch noch andere Videos zu dem Thema Kraftstoff. Korb ist mit Füllstandsanzeige wieder ausgerüstet, wie bei allen Stihl-Wiking-Produkten. Das ist die weiße Klappe, die wird durch den Luftstrom hochgedrückt. Wenn der voll ist, geht der automatisch runter. Korb ausleeren ist auch ganz einfach. Ich tue die Klappe hoch. Hier kann ich schön nehmen. Korb rausnehmen. Man kann ihn so abstellen. Am besten hier leicht drücken und hinten an der Lasche einfach anziehen. Schauen wir nochmal genau. Leicht drücken, Lasche ziehen, aufklappen und dann könnt ihr den Korb wunderbar ausleeren. Geht auch weit auf, dass ich nicht mühevoll rausschütteln muss, sondern kann ich wirklich super ausschütten dann auch. Wird einfach wieder runtergedrückt, bis er einrastet. Korb wieder einhängen. Die Lasche hier einfädeln. Das ist, dass da der Kanal nicht so verstopft. Man sollte natürlich aufhören, wenn das runtergeht, dass da nicht alles zustopft. Das ist eine weite Öffnung, dass er nicht so leicht verstopfen kann. Korb wird einfach von oben nach unten so eingehängt. Einfach reingehen, einhängen, fertig. Klappe ist so geformt, dass es, wenn man ohne Korb mäht, so seitlich rausmäht. Optional als Zubehör kann man natürlich auch Mulchkit dazu kaufen. Dann könnt ihr mit dem Rasenmäher auch ohne Korb mulchen.
zeige ich euch das Ganze nochmal von unten. Man kann entweder auf die Seite legen, so, oder man tut den Holm vorklappen und nimmt den mehr hochkant. Also sprich so, wenn der Korb hochklappt, also der Holm hochgeklappt ist und Korb ausgehängt, geht auch. So seitlich geht auch, aber nicht auf die andere Seite kippen. Seht ihr, ihr habt ein stabiles Stahlmesser mit Überlastzapfen. Richtig große Wurfschaufeln, dass ein Korb auch schön voll schmeißt. Ihr habt leichtgängige Kugellager, die Räder sieht man hier ganz schön. Durchgehende Metallstangen, ist auch sehr stabil das Ganze. Und hinten haben dann die angetriebenen Räder mit Freilauf entsprechend. Und hier auch nochmal Scheuerleisten. Das Ganze auch sehr stabil hier verstärkt. Und ist elastischer, hochschlagfester Spezialkunststoff. Das ist halt der Unterschied zu so billig Mähern, wie ihr oft im Baumarkt oder Internet kriegt. Die haben halt ganz günstigen Kunststoff, der wo halt auch leichter brechen kann. Das ist bei so einer Kunststoffe nicht der Fall, wo Wiking auch Stiel 10 Jahre Garantie aufs Gehäuse gibt. Ja, das war der von der Firma Wiking Stiel. Der Rasenmäher mit Elektrostart, Serie 5. Super Gerät, kann ich euch wärmstens empfehlen. Nimmt man so für mittelgroße Gärten, so sage ich mal zwischen 400 und 800 Quadratmeter Rasenfläche ist der zu empfehlen. Sonst gibt es natürlich auch größere Exemplare, wenn man mehr hat. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, macht es, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön.